Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachspiel auf dem Kanal von UFO-TV, UFO-TV aktuell. Es handelt sich um eine Art Special, also heute geht es nicht darum, allgemeine Geschehnisse ein bisschen einzuordnen und darüber zu plaudern. Das ist der Hauptfokus von den Nachspielfolgen. Es ist eher so wie vor ein paar Episoden, als ich das Buch von Lou Elizondo Imminent vorgestellt habe. Es noch nicht kennt, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen. Da stelle ich das Buch Imminent Kapitel für Kapitel auf Deutsch vor. Also für alle, die es nicht auf Englisch lesen wollen oder können oder die das Thema sonst so interessiert. Und so etwas Ähnliches habe ich jetzt mit dem Trailer von The Program vor. Die neue Dokumentation von James Fox. Hier wird es nicht Kapitel für Kapitel sein, sondern eher Sequenz für Sequenz und manchmal vielleicht sogar Bild für Bild, denn das Ganze ist nur 2 Minuten lang, aber extrem dicht gepackt und sehr, sehr schnell geschnitten, mit sehr, sehr vielen Informationen und manchmal sogar, man könnte ruhig sagen, Easter Eggs. Und ich habe lang gebraucht, um zum Beispiel alle Personen herauszufinden, die da drin vorkommen, und das möchte ich euch jetzt eben gerne präsentieren. Ich werde sehr oft unterbrechen. Das liegt eben daran, dass die Sachen so schnell geschnitten sind, aber ich denke, das ist im Sinne des Ganzen, um eben verständlich zu machen, was da eigentlich alles schon drinnen ist und was vermutlich dann auch eben auch in der endgültigen Dokumentation, sobald die rauskommt, drinnen sein wird. Dazu vielleicht noch ein bisschen was vorab. James Fox ist einer der berühmtesten UFO-Dokumentarfilmer überhaupt. Von ihm stammt unter anderem The Phenomenon, das Phänomen, ein Einführungsfilm, den ich jedem empfehle, der sich neu mit dem Thema beschäftigen möchte. Aber noch eine ganze Reihe von anderen UFO-Filmen, unter anderem über einen eher unangenehmen, gruseligen Vorfall, der in Brasilien stattgefunden hat. Moment of Contact heißt der. Jetzt hat er eben The Program gemacht, seit über einem Jahr. Angekündigt ist es schon seit einem halben Jahr oder so, da ist auch schon fast fertig gewesen. Es geht um das vermutete geheime Programm der amerikanischen Gatekeeper, also Geheimdienste und Militärs, im Hintergrund, im Geheimen an geborgenen UFOs zu forschen und sich überhaupt für das Phänomen interessieren, obwohl das eben lange geleugnet wurde. Gut, dann wollen wir mal anfangen und wie gesagt, es wird sehr viele Unterbrechungen geben. In 2017, the New York Times published a story exposing a secret government program investigating UFOs. That story was kind of a catalyst for a lot of things that have happened since. Ja, also wie fast jedes Gespräch, das ich heutzutage mit jemandem beginne, beginne ich auch meistens bei dem Artikel von 2017. Das war nämlich der, der herausgefunden hat, dass entgegen der Behauptungen der Politiker in Amerika und der Militärs sich die USA sehr wohl auch mit UFOs beschäftigt, obwohl sie das angeblich seit 1970 nicht mehr tun. Und das war dieser berühmte New York Times Artikel von 2017. Die Dame, die man kurz gesehen hat, ist Leslie Keen, eine der Autorinnen davon. Dazwischen hat man einen Kampfpilot gesehen und ein schnell vorbeifliegendes UFO. Diese UFO-Aufnahmen, die immer wieder dazwischen zu sehen sind und UAP, sind nicht alle offizielle Filme oder offiziell freigegebene Sachen vom Militär, die Sachen zum Beispiel gerade nicht. Also den Flieger glaube ich schon, das vorbeifliegende Objekt glaube ich nicht. Ich kenne die Aufnahmen, aber sie gehören nicht zu den offiziellen Pentagon-Videos, die freigegeben wurden. Da gibt es ein paar davon jetzt im Laufe des Trailers, die sind, glaube ich, nur zur Illustration mit hineingenommen worden von James Fox, um das Thema ein bisschen aufzupeppen. Einige davon sind offiziell. Ich werde das jetzt nicht jedes Mal dazu sagen, außer eines der gezeigten UFO-Videos hat eine spezielle Bedeutung. Ansonsten sind sie, glaube ich, einfach nur ein bisschen, damit das Ganze bunter und abwechslungsreicher zu machen und die Leute mehr an das Thema heranzuführen. Na gut, schauen wir mal weiter. Members of Congress started to ask questions. Instruments report there is something there. There are flight characteristics that we can't explain. UAPs are unexplained. It's true. They need to be investigated. Ja, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, waren Aufnahmen vom ersten UAP-Hearing im amerikanischen Kongress. Das hat 2022 stattgefunden.
Und da waren zwei Personen vorgeladen, und zwar Scott Bray, das war der Chef von der Navy Intelligence, also vom Navy Geheimdienst, und Ronald Moultrie, der war der stellvertretende Direktor von Geheimdienst im Verteidigungsministerium. Und beide haben einiges ausgesagt und auch einiges Interessantes. Unter anderem wurden ein paar Fotos präsentiert von metallischen Objekten am Himmel. Sie haben aber insgesamt das Ganze ein bisschen abgewiegelt. Und es war auch so, dass sie die meisten Sachen gar nicht gewusst haben. Also einige der Leute, die sie was gefragt haben, wie der Abgeordnete Adam Schiff, den man kurz gesehen hat, und auch noch ein zweiter Abgeordneter, der am Schluss nochmal vorkommen wird, André Carson, und andere, die Fragen gestellt haben, wussten teilweise mehr als die beiden Herren. Es wurde dann nachher auch bekannt, dass angeblich die beiden sich geweigert haben, sich vorher intensiv über das Thema briefen zu lassen, intern und aus externen Quellen, damit sie dann vor Kongress unter Eid glaubhaft versichern können, dass sie es nicht wissen. Es war trotzdem bedeutsam, 2022, obwohl, wie gesagt, sehr, sehr gebremst wurde bei dem Ganzen, aber immerhin haben sie zugegeben, dass es Dinge gibt am Himmel, die man nicht kennt oder die die USA und andere Militärs nicht erklären können. Ja, und dass das beobachtet wird und dass das auch weiter beobachtet werden soll. Dieses Hearing kam im Anschluss an die UAP Task Force, die 2021 ihren ersten Bericht präsentiert hat. Und das war sozusagen ein Anschluss. Und im Anschluss an dieses Hearing wurde dann eben Arrow gegründet. Also a mixed bag, wie man so sagt auf Englisch, also eine gemischte Angelegenheit. Ja, einerseits ein wichtiges Hearing, in dem einiges bekannt gegeben wurde, andererseits auch ein bisschen im Einbremsen. Aber wer damals zugeschaut hat, hat mit offenem Mund zur Kenntnis genommen, hochrangige Regierungsvertreter, und zwar sowohl die Fragesteller als auch die Antwortenden, geben zu, dass da was herumfliegt am Himmel. UFOs, UAPs, und dass man sich damit beschäftigen muss. Weiter im Text. Here we are having a hearing where just a few years ago we didn't even acknowledge that these things were real. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. Ja, das war jetzt ein bisschen ein Hin- und Herspringen. Das war übrigens schon vorher. Vorher hat man ganz kurz das Schumer-Rounds-Gesetz gesehen, also den Gesetzesentwurf vom vorigen Jahr, der dann nicht durchgegangen ist. Das war noch im vorherigen Segment. Jetzt spricht Leslie Keen eben davon, dass solche Hearings passieren. Und es sind noch ein paar Bilder von 2022 zu sehen, vor allem aber von 2023, von dem wichtigen Hearing, bei dem David Grush und seine Kollegen nicht nur behauptet haben, dass Dinge am Himmel herumgurken, die man nicht erklären kann, sondern auch gesagt haben, die US-Regierung ist im Besitz von verschiedenen geborgenen oder abgestürzten oder abgeschossenen Flugobjekten und sie forschen daran. Das wird jetzt zerstückelt immer wieder vorkommen und wohl auch ein großer Teil von der fertigen Dokumentation von James Fox sein. You're telling me people have come forward claiming firsthand knowledge of craft of non-human origin. That's correct. We have sources who have asserted not only that there have been crashes, but there have been crash retrievals. Do we have the... Ja, das war die erste Überraschung im Video. Also abgesehen davon, dass man das sehr berühmte schottische UFO-Foto kurz gesehen hat, über das es gerüchteweise auch einiges Neues gibt in dieser Dokumentation. Und abgesehen von wieder einigen Videoaufnahmen unterschiedlicher Herkunft, die meisten von militärisch, hat man einen Herrn gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da zurückspulen kann. Ich probiere das jetzt einmal. Ich lasse das ein bisschen laufen noch. But there have been crash retrievals. Do we have the bodies? Ja. Machen wir einen größeren Sprung. Ich bin neu in diesem React-Ding. Ja, genau. Okay. Also dieser Herr ist neu. Für
tiefe Insider war er nicht neu. Für mich war er neu. Ich bin zwar auch schon lange mit dem Thema beschäftigt, aber eben eher über die aktuellen Dinge. Dieser Herr heißt Kirk McConnell. Kirk McConnell, und er war 37 Jahre lang Senatsmitarbeiter. Das heißt, im Senat sind natürlich die Senatoren, die werden alle paar Jahre gewählt und immer wieder ersetzt. Aber natürlich gibt es auch die sogenannten Staffer dort, also die Mitarbeiter, die länger vorhanden sind, die auch den Senatoren immer wieder begleiten zu den verschiedensten Anhörungen. Er war dabei bei den wichtigsten Anhörungen und internen Gesprächen von militärischen Komitees, von geheimdienstlichen Komitees, von einem Komitee, einem politischen über den Übergang, wie man mit China umgeht und so weiter. Also er war 37 Jahre lang Mitarbeiter bei all diesen geheimen Besprechungen. Mittlerweile ist er in Pension und offenbar ist James Fox gelungen, ihn dazu zu überreden, sich öffentlich zu äußern. Angeblich kannten eben schon einige Leute, die sich länger damit beschäftigen, seinen Namen und dass er offenbar auch einiges wusste. Aber er äußert sich jetzt offiziell. In den Clip-Ausschnitten, die wir jetzt gesehen haben, hat er jetzt nicht konkret Neues gesagt. Er hat nur Dinge bestätigt. Und wenn ein Herr wie der Kirk McConnell, übrigens doppelt studiert in Geschichte und Philosophie, oder ich weiß nicht ganz, auf jeden Fall auch ein Akademiker, wenn der vor laufender Kamera sagt, ja, es gab abgestürzte UFOs und ja, sie wurden eingesammelt, dann ist das schon mal eine Aussage von einer neuen Stimme und von einer neuen gewichtigen Stimme. Es wurde ja auch nicht umsonst da kurz der Roswell-Absturz mit hinein geschnitten, also die Zeitungssache von damals. Das ist jetzt kein eindeutiger Beweis, aber man könnte interpretieren, dass uns James Fox damit sagen will, dass unter anderem der Absturz von Roswell echt ist, was ja auch Lou Elizondo mittlerweile ein paar Mal gesagt hat. Ja, also Kirk McConnell, sehr interessant, und mal sehen, was der Herr noch alles zu sagen hat in der Doku. There have been crashes, but there have been crash retrievals. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they... Damit sind wir beim nächsten, wie man sagt, ja, bei der nächsten Stufe, beim nächsten Level, nämlich außerirdische Aliens, nichtmenschliche Intelligenzen, woher sie auch immer kommen, Zukunft unter der Erde, aus dem Meer, aus dem Weltall, was auch immer. Und man hat da Nancy Mace kurz gesehen, das ist die Abgeordnete, die jetzt auch das nächste Hearing machen wird. Genau, das ist also Nancy Mace, die wird auch das nächste Hearing leiten, und das war die beim letzten Hearing von David Grush eben einige sehr spezielle Fragen gestellt hat, unter anderem die nach den außerirdischen Körpern. Und David Grush hat bestätigt, dass zu bei manchen dieser Bergungsaktionen auch Biologics, also biologische Körper, geborgen wurden, der Piloten. Und sie hat nachgefragt, ob die menschlich sind oder nicht menschlich, und er hat gemeint, nicht menschlich. Als nächstes haben wir noch ein paar Zeitungsausschnitte, brasilianische, die beziehen sich auf den Vorfall in Virginia. Das ist der Ort, über den Fox die Dokumentation gemacht hat, eben Moment of Contact, wo offenbar auch was abgestürzt ist und wo ein oder zwei Tage mehrere Wesen durch die Gegend gelaufen sein soll, schließlich gefangen wurden, in ein Spital kamen, schließlich vom Militär abgeholt wurden. Ja, das ist eine eigene Geschichte. Er hat, wie gesagt, lange darüber in seiner eigenen Doku berichtet, und man kann davon ausgehen, dass er auch darauf vielleicht noch ein bisschen zurückgreifen wird. Ah ja, das war noch hat man noch kurz Bilder gesehen. Das ist ein Vorfall mir fällt der Begriff jetzt nicht ein, ich schreibe es dann vielleicht noch drunter. Das war ein Polizist, das war der Socorro-Vorfall, wo ein Polizist ein gelandetes UFO gesehen hat und auch Außerirdische, und bis zu seinem Tod dabei geblieben ist, obwohl er damit nichts als Scherereien bekommen hat.
Und man hat an der Landestelle Spuren gefunden und alles Mögliche. Also einer der berühmteren UFO-Vorfälle. In human or non-human? Non-human. I'm sitting here today because the American people are being lied to. Ja, das ist nun offenbar ein neuer Whistleblower, den man da gesehen hat. Das heißt, man hat ihn nicht wirklich gesehen und eigentlich nur seinen Hinterkopf gesehen. Were they human or non-human? Non-human. I'm sitting here today because the... Also das ist James Fox selbst, der ihn gerade interviewt, und der Herr mit dem Militärcappy, mit der veränderten Stimme, ist also offenbar ein Whistleblower, der wahrscheinlich noch beschäftigt ist bei einer dieser Firmen oder beim Militär und sich deshalb nicht näher äußert. Aber er sagt hier, dass das amerikanische Volk und damit die ganze Welt konsequent belogen werden über die Wahrheit, was UFOs betrifft und was das Programm betrifft. Und da hat man noch gleich kurz Lockheed Martin eingeblendet gesehen, also eine der Firmen, von denen man ausgeht, dass die wahrscheinlich dieses Material im Endeffekt bekommen, weil es bei den Privaten besser untersucht werden kann, beziehungsweise es besser verborgen werden kann, weil Senat und Kongress keine direkten Zugriffsrechte haben auf Privatunternehmen. Und ja, das ist auch so etwas, was schon lange von vielen Leuten, Elizondo und so weiter, behauptet wird, dass eben die großen Rüstungsfirmen wie Lockheed Martin das Material besitzen und daran forschen. American people are being lied to. We are the American government and we are open and we're going to be open about this. Ja, das ist die große NASA-Anhörung voriges Jahr mit Bill Nelson, oder sogar schon vor 2 Jahren, als der Chef der NASA, eben Bill Nelson, angekündigt hat, dass eine Taskforce der NASA sich darum kümmern wird, alle Materialien durchsuchen, alle frei zugänglichen Materialien, also ohne spezielle Zugriffsrechte, und dass die NASA, die ja auch Teil des amerikanischen Staatsapparats ist, da ganz offen sein wird. Man sieht hier wieder James Fox, der war im Publikum, und er schaut so in die Kamera mit dem Motto, ob das wohl wahr ist. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass das nur ein sehr halbgarer Versuch von der NASA war. Also James Fox hat als erster eine Frage an Bill Nelson gestellt, hat ihn über den Vortrag von über Dave Grush, ja, das war dann schon 2023, über Dave Grush gefragt. Und Nelson hat gesagt, ja, hat das so am Rande mitgekriegt irgendwie. Offenbar hat da irgendwer was erzählt, dass er jemanden gekannt hat, der was gehört hat von irgendwem. Also wenn sich der Chef von der NASA, der gerade bekannt gibt, dass man sich jetzt mit UFOs beschäftigen wird, sich nicht die Mühe gemacht hat, sich die Kongressanhörung zu dem Thema anzuhören. Ja, und so war es dann auch. Also das Panel, das dann entstanden ist, hat nicht sehr viel weitergebracht. Aber wie gesagt, James Fox war dort und wird wohl das auch ein bisschen aufgreifen. What has been revealed? Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. Ja, das ist jetzt Carl Nell, den ich kurz unterbrochen habe. Über den habe ich schon mehrmals auf meinem Kanal berichtet, unter anderem einmal Breaking News, also genau das gesagt hat, was er jetzt gerade sagt, nämlich, dass es 100% sicher ist, also es ist, there is no doubt, es keinen Zweifel gibt, dass nichtmenschliche Intelligenzen auf der Erde vorhanden sind, vorhanden waren, und dass hochrangige Mitarbeiter des Staatsapparats darüber Bescheid wissen und es einfach nicht weitersagen. Davor hat man kurz ein Video gesehen von einem UFO. Ich lasse das jetzt nochmal laufen. Ja, das ist die Aufnahme über der Nell Air Force Base. Auch ein offizielles Video, obwohl es wurde noch nie offiziell bestätigt. Es existiert, es ist im Umlauf. Ich glaube, es wurde nicht offiziell bestätigt. Jedenfalls wird es nicht bei den Pentagon-Videos erwähnt und ist auch nicht auf der Website von Arrow. Das ist ein UFO, das aufgenommen wurde über der Nell Test Range von einer Air Force Base. Und das ist genau der Zeitpunkt und der Ort, wo dann ein weiterer Whistleblower, nämlich
Jason Sands angeblich eine Begegnung mit einem UFO hatte. Und das war offenbar genau zum gleichen Zeitpunkt. Also vielleicht ist genau dieses UFO das, wo die Begegnung mit Jason Sands vorgekommen ist. Also Jason Sands kommt nicht im Trailer vor, allerdings in einem langen Interview von James Fox mit Jesse Michaels, über dieses Interview habe ich berichtet, auch in der letzten Folge, kommen ein paar Ausschnitte auch aus The Program vor und da ist Jason Sands zu sehen. Also ein weiterer Whistleblower, ob man ihm glaubt oder nicht, ist die Frage. Und wie viel Material vielleicht Fox gefunden hat, um das zu unterstützen, was Jason Sands so behauptet, werden wir dann erst im fertigen Film sehen. Human intelligence has been interacting with humanity. It's only part of the story. The pressure's on. The Pentagon, the CIA are going to have to answer the mail. Ja, da habe ich am längsten gebraucht, um herauszufinden, wer der Herr ist. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. It's only part of the story. The pressure's on. The Pentagon, the CIA. Ah, der ist so kurz zu sehen, dass ich ihn gar nicht ins Bild kriege. Ja, egal. Dann lassen wir es kurz. Es ist auch nicht so wichtig. Er ist jedenfalls Brian Bender, ein Journalist, früher für Politico und hat für dieses wichtige politische Fachmagazin geschrieben über Militär, über Waffen, über Waffenhandel, über die Geheimnisse der Regierung, über die Freigabe und das Durchsichern von Geheimnissen. Und eine ganze Reihe von anderen Sachen, auch über Klimawandel und was das für die US-Sicherheit bedeutet und auch über UFOs. Und dieser Brian Bender ist also einer der Journalisten, die sich offen mit dem Thema auseinandergesetzt haben in einer Vielfalt von Artikeln. Und er ist jetzt nicht mehr bei Politico, sondern er ist jetzt ebenfalls bei einem Luftfahrtunternehmen tätig, habe ich gehört. Ich weiß nicht bei welchem oder was er dort macht, aber angeblich auch. Das heißt, auch jemand, der was zu sagen hat von außen, von seinen Recherchen her und vielleicht mittlerweile auch von innen. Auch eine neue Stimme, auch jemand, der sich bis jetzt noch nicht so öffentlich geäußert hat, aber vermutlich auch jemand, der etwas zu sagen hat. Und das werden wir dann in der vollen Dokumentation hören. Are risking everything. Have you had incidences that have caused you to be in fear for your life? Yes, personally. To uncover the rest. Ja, also dann noch ein Schlaglicht, sagen wir mal, darauf, wie gefährlich es ist, darüber zu reden. Weil wenn dieses Programm tatsächlich existiert und wenn manche Geheimdienste oder manche Leute innerhalb von Geheimdiensten und dem Militär diese ganze Sache seit 80 Jahren verbergen, mit allen möglichen Mitteln von Druck und Bestechung bis hin zu absoluter Geheimhaltung und Aufteilung in viele, viele Bereiche. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es natürlich gefährlich, sich darüber zu äußern und die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen oder auch nur den Senat und den Kongress darauf hinzuweisen, weil diese Gatekeeper, wenn es sie gibt, halten diese Sachen ja auch vor den Politikern geheim. Das ist ja einer der Gründe, warum die Politiker gemeinsam von beiden Parteien jetzt da so intensiv daran forschen oder versuchen, die Sache aufzudecken, weil auch die hintergangen wurden. Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Regierung. Ja, und das war halt ein kurzer Blick. Die Abgeordnete Anna Paulina Luna hat eben gefragt, ob David Grush selbst auch bedroht wurde und er hat das bestätigt. What is being done to verify the assertion that the US government has spaceships of non-human intelligence in their possession? Ja, das war die Frage von James Fox an den Abgeordneten Burchett, einer, der in den letzten zwei Jahren sehr intensiv an der Sache dran war, auch ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses, Tim Burchett, der den UFO Caucus gegründet hat, also eine Vereinigung mehrerer Mitglieder des Kongresses, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und der auch sehr intensiv dabei war bei dem ersten Grush-Hearing. Also er hat das quasi in die Wege geleitet. Obwohl er es nicht geleitet hat, aber er hat das quasi hinter den Kulissen alles vorbereitet und ist auch seitdem noch immer tätig. Obwohl gerade in den letzten, sage ich mal, halben Jahr klingt er immer frustrierter und klingt immer mehr so, als würde sich da nie was tun. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall noch immer an der Sache dran, hat gerade erst vorgestern sich wieder geäußert, dass er hofft, dass bei der Anhörung im November einiges rauskommen wird. Und hier stellt eben James Fox die Frage, was man dazu schon sagen kann, welche Beweise es gibt über die
die geborgenen Fahrzeuge, die im Besitz von Teilen der US-Regierung sind, und Burgett antwortet hier also nicht. Aber man sieht auch hier, mit welchen Leuten er spricht, und dass in James Fox Dokumentation also sehr viele wichtige Persönlichkeiten vorkommen. Kind of revelation unearths people's beliefs. Da gehe ich nochmal kurz zurück. Ja, das ist nochmal der André Carson, eben auch ein Abgeordneter, der bei diesem Hearing 2022 Fragen gestellt hat. Und er sagt, solche Enthüllungen würden die Erwartungen oder den Glauben von den Leuten entwurzeln. Also mehr sagt er da nicht. Er sagt nur, dass solche Enthüllungen halt auch weitreichende Konsequenzen hätten. Und damit ist er auch Teil dieser Dokumentation, nicht nur aus altem Material, sondern offenbar auch als Gesprächspartner von James Fox. Ja, und dieser Herr ist auch ein spezieller Fall. Das ist nämlich Gary McKinnon. Leute, die sich mit UFO-Sachen beschäftigen, kennen seinen Namen sehr gut. Gary McKinnon ist ein Engländer, ein Brite, der in den Jahren 2000 bis 2002 sich einfach mal an verschiedenen Servern von Militär und US-Geheimnissen umgesehen hat und dort einiges gefunden hat. Manche sagen, er hat gehackt, andere sagen, er hat einfach nur Sicherheitslücken ausgenutzt, er hat nicht konkret Angriffe gestartet, er hat halt Dokumente gefunden. Er war auch auf der Seite von NASA, Pentagon, Militär, und hat dort viele, viele Dinge zum Thema UFO gefunden. Also ein speziell interessanter Fall, über den auch immer wieder berichtet wurde. Manche Sachen, die er gefunden hat, sind fraglich. Also er hat Sachen gefunden, dass die NASA angeblich UFOs herausretuschiert aus verschiedenen Bildern. Aber er hat auch gefunden, dass es offenbar ein geheimes Space-Programm gibt, also noch bevor das echte Space-Programm, also das aktuelle, gegründet wurde. Und dass die USA möglicherweise im Besitz von außerirdischen Piloten ist, also Off-World Personal stand da, glaube ich, in seinem, auf der Seite, die er gefunden hat. Das kann man auf zwei Arten interpretieren, also entweder Menschen, die woanders herum gurken und dort unterwegs sind, außerhalb unseres Planeten, oder Personal, das nicht von der Erde stammt. Die Namen waren ganz normal, aber ihnen wurden Raumschiffe zugeordnet und alle möglichen Daten. Es wurde nie irgendwie bestätigt, und man kann natürlich dazu denken, was man will. Entweder, wie Stephen Greer und einige andere vermuten, ist das ein Beweis dafür, dass die USA oder auch andere Länder vielleicht tatsächlich schon über Flugzeuge verfügen, hochentwickelte, die in der Lage sind, Dinge zu tun, die unsere normalen Flugobjekte nicht können, also die menschlichen, zu Mars reisen, hin und zurück und was auch immer. Andere sagen, ja, das war halt ein Dokument, das man hineingeschrieben hat, um die Russen zu verwirren oder die Chinesen zu verwirren, oder dass man einfach nur so als Übungsszenario hineingeschrieben hat. Man weiß es nicht, aber jedenfalls ist offenbar auch der Herr McKinnon Teil der Dokumentation, und wahrscheinlich wird er auch dort einiges erzählen, vielleicht auch was Neues. Ah ja, noch etwas. Die Sache ist durchaus ernst. Er wurde von den USA angeklagt, und es gab einen Antrag, ihn auszuliefern. Das wurde von der englischen Seite her im Endeffekt komplett abgelegt. Also er ist safe. Allerdings kann er nicht reisen. Also seit über 20 Jahren sitzt er nun in Großbritannien fest und kann in kein anderes Land reisen, weil dort würden die USA dann sofort wieder neue Auslieferungsanträge stellen. Und es drohen ihm Millionen an Schadenersatz und über 50 Jahre Gefängnis, soweit ich weiß. How do we go to jail to say things that I've been exposed to in the program? So, da hüpfe ich jetzt nochmal zurück. Also da waren ein paar sehr, sehr kurze Bilder. Ich könnte jetzt Bild für Bild stoppen. Sie sind jetzt nicht so relevant. Es sind Medienberichte aus News Nation und andere. Vielleicht schaffe ich das. Schauen wir mal.
people's beliefs. Ja, also da geht es um Gesetze, Berichte. Ah ja, das ist noch ein hübsches Bild. Das ist das erste Bild, das vom Programm überhaupt bekannt wurde, also von dem Film. Das ist wieder James Fox vor dem Kapitol und links neben ihm ist Christopher Mellon. Also der, der mit, zusammen mit Lou Elizondo 2017 alles aufgedeckt hat. Und man kann durchaus sagen, dass das eine wichtige Person ist. Und auch die dürfte im Programm vorkommen. Ja, zu dem anderen Herrn hier noch. Ja, das ist Hal Puthoff. Über den könnte man ewig viel sagen. Wissenschaftler mit dabei auf der Skinwalker Ranch, bei den ersten, bei OSAP, bei ATIP. Geheimdienstler, er war dabei bei der Erforschung von Remote Viewing für das CIA. Also der Mann ist seit 40, 50 Jahren beschäftigt mit diesen Themen, sowohl UFO als auch Remote Viewing und anderen Phänomenen und hat sich auch immer wieder öffentlich geäußert, auch in Videos mit Jesse Michaels und so weiter. Oder er war auch bei der Soul-Konferenz und hat auch da ein paar Sachen gesagt. Aber viele Sachen auch nicht. Also man kann davon ausgehen, dass er noch wesentlich mehr weiß. Und wird auch interessant sein zu sehen, was er in dieser Dokumentation zu sagen hat. Hier sagt er, dass er ins Gefängnis gehen würde. Würde er verraten, was er im Programm gesehen hat. Ich habe mir das öfters angehört, um genau zu hören, ja, er sagt das Programm. Und er sagt nicht, was er über das Programm gehört hat, sondern er sagt, er würde ins Gefängnis gehen, wenn er verrät, was er im Programm gesehen hat. Das macht ihn zu einem First-Hand-Witness. Und die Frage ist, ob er jemals mehr darüber sagen wird und ob das der Kongress oder so ihn mal auch vorlädt, um ihn unter Eid zu befragen. In The Program sagt er auf jeden Fall einiges aus. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich mehr als diesen einen Satz. Ja, das waren's, die knapp 2 Minuten des Programms, also des Trailers für das Programm. Und mein Fazit lautet, wie übrigens auch schon in meiner Zusammenfassung in der letzten Folge von UFO TV News. Wir werden keinen letztendlichen Beweis für die Existenz, weder von UFOs noch von Aliens, noch von geborgenen Körpern, noch von der Existenz des Programms überhaupt bekommen in dem Film von James Fox. Aber es wird einen Haufen Zeugenaussagen geben und einen Haufen Indizienbeweise. Durch Bilder, durch Material und wahrscheinlich hat er uns noch lang nicht alles gezeigt. Er hat sicher noch einige Sachen in der Hinterhand, die dann noch nicht angeteasert wurden in dem Trailer. Dass er noch Jesse Michaels gesagt hat, der den Film schon gesehen hat. Also da kommt schon noch einiges. Und James Fox hat gesagt, er sieht das so, er präsentiert einer Jury alle Fakten und Beweise, die er vorlegen kann. Und die Jury muss dann selbst entscheiden, was sie davon hält. Also er hat kein UFO-Teil, das er in die Kamera hält. Er hat keinen Alien, den er persönlich interviewt hat. Aber er hat das nächstbeste, nämlich eine Fülle an Material, eine Fülle an hochrangigen Leuten, die sich dazu äußern, und zwar deutlich äußern. Und das wird wohl der Inhalt von der Dokumentation sein. Und ich gehe auch davon aus, dass es dann noch eine oder andere Überraschung gibt. Er ist jetzt gerade mitten in den Verhandlungen, einen Vertriebspartner zu finden. Der Film kommt wahrscheinlich noch dieses Jahr heraus, hoffentlich. Eh schon sehr verzögert. Und dann werden wir es alle selbst sehen. Ich bin jedenfalls gespannt und ich glaube sehr wohl, dass der Film zusammen noch mit der nächsten Anhörung einiges bewegen wird. In dem sogenannten Disclosure-Herbst, den ich immer wieder mal angesprochen habe. Ja, das war's eigentlich. Mehr kann man dazu im Moment nicht sagen. Vielleicht gibt es noch mal einen zweiten Trailer. Das ist jedenfalls mal der erste.
Und wenn es Neuigkeiten gibt über den Inhalt oder wann der Film rauskommt oder so, werde ich darüber berichten. Am besten abonnieren diesen Kanal. Da gibt es dann die Benachrichtigungen, also die Glocke einschalten für die Benachrichtigungen. Dann erhält man Informationen, wann ich was hochlade, nämlich immer jeden Dienstagabend eine neue Folge von UFO TV News, eine halbe Stunde Information über die aktuellen Geschehnisse und dazu noch das eine oder andere Mal ein Interview, mal eine längere Folge mit einer längeren Besprechung. Ja, wer den Kanal unterstützen möchte, abgesehen von abonnieren, bitte einfach noch liken, dieses Video und vielleicht auch andere, es verbreiten bei anderen, zu anderen Leuten und ansonsten, ja, Kanalmitgliedschaft. Man kann mir etwas in die Kaffeekasse schmeißen, das ist in der Beschreibung, gibt es einen Link, oder Super Thanks hinterlassen oder was in meinem Merchandise-Shop kaufen, das alles hilft, dieses Projekt UFO TV zu am Leben zu erhalten und zu verbreiten, auch die Technik zu verbessern. Man sieht vielleicht, dass die Videokamera, mit der ich das aufnehme, nicht die beste ist. Aber ich wollte das so schnell wie möglich machen. Also auch die Infrastruktur kann damit gefördert werden, wenn ihr da ein bisschen mithelft. Oder habe ich schon Kanalmitgliedschaft gesagt? Ja, was auch immer. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich gebe auch den Link für den Trailer in die Beschreibung, dann könnt ihr ihn euch selber anschauen oder stoppen an den Stellen, die für euch interessant aussehen. Und vielleicht findet ihr ja noch etwas heraus, was ich übersehen habe. Ich hoffe jedenfalls, dass da viel Neues für euch dabei war und ihr etwas daraus mitnehmen könntet. Konntet. Damit jetzt aber wirklich Schluss. Wie ich auch sonst in der UFO-TV-Wochenschau immer sage, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.